Genau, und mit mir am Podium begrüßen wir Peter Lüttke aus Berlin, bitteschön. Genau. Und Peter Pantuchek Eisenbacher. Und Karin Goga. Bereits angekündigt, Kirsten Modroff wird via Skype zugeschalten. Dazu brauche ich Unterstützung der Technik. Wir haben zwei Mikrofone da. Genau, in der Zwischenzeit erzähle ich Ihnen ein bisschen, wie wir uns gedacht haben, dass der Ablauf sein wird. Also ich werde die Damen und Herren mit einer Einstiegsfrage einladen, so einen Aufriss zu geben über das Spektrum, über das Sie bereit sind zu diskutieren. Und dann sind Sie eingeladen, Fragen zu stellen. Und eine Diskussion, beziehungsweise vielleicht ergibt sich ja schon gleich aus Ihrem Einstieg das Bedürfnis, am Podium zu diskutieren. Aber das Publikum ist auch eingeladen, zu interagieren mit euch. Genau. Und falls gar nichts geht, wobei das kann ich mir fast nicht vorstellen, habe ich auch Fragen vorbereitet. Ja. Die Frau Modroff kommt via Skype. Das heißt, Sie werden sie hier sehen und sie wird uns hier sehen. In der Kamera, genau. Dankeschön. Darf ich mich da irgendwo dazwischen setzen? Das geht um. Das ist aufregend. Jetzt haben wir doch ein bisschen Digitalisierung, zumindest in der Anwendung. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, Frau Modroff. Ja, danke. Okay. Darf ich gleich mit Ihnen beginnen, weil die anderen Herrschaften, kennen Sie alle Herrschaften? Ich sage Ihnen ganz kurz. Ja, Sie müssten uns sehen am Podium, ja? Ich sehe genau. Sie alle, genau. Ich sehe Sie. Mein Name ist Andrea Bilgersdorf, ich werde moderieren und ich werde zum Einstieg eine Frage an jeden stellen und dabei auch die Namen nennen. Ist Ihnen das ausreichend für den persönlichen Kontakt in der Diskussion? Ja, das reicht mir aus, danke. Gut. Okay, Sie nutzen die Netzwerkkarte sowohl als Sozialarbeiterin in der sozialpsychiatrischen Versorgung als auch als Sozialwissenschaftlerin, haben dazu auch publiziert in der Sozialen Frage. Welche Erkenntnisse aus der Anwendung der Netzwerkkarte konnten Sie, diese Kamera, gut, konnten Sie dabei gewinnen? Ja, wir nutzen die Netzwerkkarte bei uns hier in der Einrichtung als Reflexionsinstrument und als Anamneseinstrument. Und da Netzwerkarbeit für uns einfach auch integraler Bestandteil ist. Wir arbeiten mit Netzwerken und in Netzwerken. Und da diese Netzwerkkarte digital ist, ist sie für uns einfach besonders attraktiv, denn wie viele andere Einrichtungen auch, stellen wir von papierenden Akten um auf digitale Akten. Und da passt sie einfach perfekt rein. Und die Netzwerkkarte nutzen wir auch als gestaltungstherapeutisches Instrument. Das hat sich zum Beispiel gezeigt, bei Menschen mit Schizophrenie, dass die Stimmen häufig auch als Verbündete erlebt werden und dann auch Ressourcen sind oder sein können, die dann einfach auf der Netzwerkkarte auch einen Platz finden können. Und interessant sind auch die Betreuungsverläufe. Das ist so mein Blick, den ich auf die Netzwerkkarten habe, dass wir zu Beginn einer Betreuung eine Netzwerkkarte erstellen und das wiederholen, das heißt, wir beziehen uns dann immer auf eine vorherige Karte und gucken, was hat sich verändert. Häufig wird das ja auch als Stagnation erlebt, auch von den Klienten und Klientinnen, dass das so erlebt wird, dass sich nichts verändert. Und es verändert sich aber immer etwas in den Netzwerken. Und das erleben die Klienten und Klienten dann auch als sehr bereichernd, dann einfach auch visualisiert zu sehen, es verändert sich was. Und da ist mein Blick halt ganz intensiv auf das Segment der professionell Helfenden. Denn zu Beginn einer Betreuung wird ja häufig ein
umfangreiches Helfer- und Helferinnen-Netzwerk installiert. Da geht es erstmal darum, Grundbedürfnisse zu befriedigen, zu gucken, wie sieht es aus mit Wohnraum, mit Einkommen, mit medizinischer Versorgung, psychiatrischer Versorgung, psychotherapeutischer Anbindung. Manchmal muss ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden. Und im Verlauf einer Betreuung ist es ja einfach wünschenswert, wenn sich das Helfer- und Helferin-Segment wieder zurückzieht und der Sozialraum oder eben das ursprüngliche Netzwerk Aufgaben wieder übernehmen kann. Das heißt, weg von dem instrumentellen Netzwerk hin zum Sozialraum und zum, ja, wie Früchtel sagen würde, relationale soziale Arbeit leisten. Und da schauen wir halt genau hin. Und genau zu diesem Thema habe ich auch geforscht. Das heißt, jetzt als Überleitung zu meiner Rolle als Sozialarbeitswissenschaftlerin habe ich Netzwerke verglichen von Nutzern und Nutzerinnen in der ambulanten Sozialpsychiatrie mit einer Kontrollgruppe, die ich erstellt habe. Das waren Menschen, die keine sozialpsychiatrische Diagnose besitzen und auch keine sozialpädagogische Hilfe in Anspruch nehmen. Und da konnte ich halt gesundheitsfördernde und gesundheitsbeeinträchtigende Netzwerkstrukturen sichtbar machen. Ich habe da ähnlich gearbeitet, wie Herr Richter Magenstein das gemacht hat. Und es hat sich einfach herauskristallisiert, dass Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose signifikant kleinere Netzwerke haben. Sie besitzen signifikant weniger dichte Netzwerke, das heißt, sie sind weniger vernetzt und sie besitzen eher zentrierte oder dezentrierte Netzwerke. Das heißt, die Netzwerke von Menschen ohne psychiatrische Diagnose sind gleichmäßiger verteilt. Das heißt, sie besitzen eine ausgewogene Anzahl an Strong Ties und Weak Ties, während Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose signifikant weniger Weak Ties besitzen. Und ganz deutlich wurde der Einfluss professioneller Hilfe auf diese Netzwerke, weil die professionell Helfenden einen Teil dieser gesundheitsfördernden Netzwerkstrukturen bilden. Das heißt, professionelle Helfer und Helferinnen sorgen dafür, dass sich das Netzwerk vergrößert. Sie sorgen durch ihre intersektoralen Verbindungen und Beziehungen für ein dichteres Netzwerk. Und es hat sich auch herausgestellt über das Beziehungsgewicht, dass die professionell Helfenden eine eher nahe Beziehung im Netzwerk der Nutzer und Nutzerinnen einnehmen. Und das stellt einfach das Konzept Hilfe zur Selbsthilfe in Frage, denn soziale Arbeit sollte ja eigentlich anregend, aktivierend auf Netzwerke wirken und nicht Teil des Netzwerkes werden und so dann möglicherweise eine Hilfebedürftigkeit stabilisieren. Das war so der Kern meiner Erkenntnisse. Herzlichen Dank. Peter Lüttke, Sie sind auch Sozialarbeiter, aber auch Lehrender in Aus- und Weiterbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Welche Erkenntnisse haben Sie in der Anwendung der Netzwerkkarte oder anderer Diagnoseinstrumente? Also ich bin immer noch von dem Vortrag ein bisschen geblättert und überlege die ganze Zeit, wie sieht mein Netzwerk aus und habe ich einen Hilfebedarf? Aber das ist der Vorteil, wenn man auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt. Die Frage stellt sich nicht, ich kann das ja selbst erledigen. Auf der anderen Seite, ich arbeite seit 10 Jahren mit der Netzwerkkarte, damals noch ganz normal analog. Mich interessieren die Veränderungen von Netzwerken. Wie verändern sich diese Netzwerke nach Interventionen oder nach, auch wenn andere Hilfen praktisch getätigt wurden? Und das ist mein Fokus. Also wie reagieren solche Netze oder wie kann die Person ihr eigenes Netzwerk praktisch wieder aktivieren? Das ist so mein Fokus. Ich habe aber auch einen riesen blinden Fleck. Ich kenne keine Netzwerke von Menschen ohne Hilfe. Also ich bin da ein ziemlicher Fachidiot. Ich kenne einfach nur Netzwerke von Menschen, die einen Hilfebedarf haben. Auf der anderen Seite in der Lehre finde ich sehr spannend, wenn Studierende das erste Mal anwenden, weil es doch so ein Netzwerkinterview ziemlich anspruchsvoll ist. Man hat ein sehr fokussiertes Gespräch und man steigt ja direkt
in einen intimen Bereich ein. Und das ist nicht immer ganz einfach, wenn man das gerade so das erste Mal machen soll. Noch so ein Punkt ist, wenn ich die NWK und Lehre angucke, wir sind noch nicht bei Sozialarbeit 4.0 angekommen. So ein computergestütztes Programm ist noch nicht in die Beratung eingeflossen, so richtig, dass man sagt, ich nütze das als eine weitere Möglichkeit, ist noch eigentlich nicht vorhanden. Das war's eigentlich. Gut, danke schön. Mit meiner nächsten Frage mag ich das Thema ein bisschen breiter wieder machen. Und Sie können ja dann am Ende selbst entscheiden, ob Sie es wieder eng machen und um die Netzwerkkarte diskutieren. Beziehungsweise sind ja auch Sie eingeladen, mit zu diskutieren. Peter Bantuschek-Eisenbacher, du schreibst in deinem Buch Lebensweltorientierte Individualhilfe, dass Individualhilfe sowohl Beratung als auch Feldarbeit ist. Oder dass das geleistet wird, beides. Jetzt gibt es unzählige Bücher über Beratung, sehr, sehr wenig über Feldarbeit. Worüber sollte denn deines Erachtens ein Buch mit dem Titel Feldarbeit in der Individualhilfe handeln? Das ist schwierig. Ich beantworte diese Frage insofern nicht gern, weil ich dann geistig ein Buchkonzept entwickle und ein Inhaltsverzeichnis und mich dann verpflichtet fühle, das auch umzusetzen. Und das setzt mich unter Stress. Also, das nicht, aber was sicher dazugehört, ist also systematisch sich anzuschauen, Wie verhandle ich mit Leuten, wie erkenne ich überhaupt ein Umfeld, gut, dazu haben wir Netzwerkkarte und sowas. Und zum Teil ein Niederschreiben dessen, was wir als kompetente Bürgerinnen und Bürger wissen und für uns selber anwenden können. Ja, zum Beispiel für uns ein freundliches Umfeld schaffen, mit Leuten reden, denen Sachen erzählen, dass sie dann freundlich darauf reagieren und nicht sagen, das, so etwas will ich nie wieder hören. Und das macht man ist eine der wesentlichen Dinge, die man in der Arbeit im Umfeld von Klientinnen und Klienten macht. Und sehr viel geht dann um die Rückkopplung zu also in das Interaktionssystem mit dem Klienten selber. Weil im Umfeld von Leuten arbeiten kann ja auch eine böse Sache sein, ne? Indem man ganz einfach in jemandes Leben eingreift, nicht nur beratend, sondern auch noch, dass man mit allen wichtigen Personen in seinem Umfeld redet und da einiges zusammenhaut. Das heißt, das muss gut abgesichert sein über das, dass die Klienten Kontrolle haben, auch über das, was ich in ihrem Umfeld tue. Ja, um solche Dinge würde es gehen. Ja. Aber wenn ich wieder zurückkomme, also ein Stück Irritation von dem Vortrag kommt ja daher, dass sie das als mögliches Instrument der Zuweisungsdiagnostik interpretiert haben und so untersucht haben. Also auf die Idee war ich natürlich nie gekommen, also das für Zuweisungsdiagnostik zu verwenden. Glaube ich auch nicht, dass es besonders gut geeignet ist. Aus mehreren Gründen. Ja, erstens, weil es doch etwas invasiv ist, ne? Wie du schon festgestellt hast. Und weil es ein bisschen aufwendig ist, weil Zuweisungsdiagnostik oft Leute machen müssen, die keine Fachkräfte sind, im engeren Sinn. Ja. Das heißt, entscheiden, wer zur Sozialarbeit kommt, dann in der Regel nicht Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, sondern das tut das Pflegepersonal oder wie auch immer. Und für die muss man Instrumente schaffen, dass die das erkennen, wann jemand was braucht. Und das muss einfacher handhabbar sein für sie und keine wirklich gesonderte Ausbildung bedürfen. Ja. Insofern, ja, es ist gut, dass eine meiner Behauptungen da drinnen, die ich auch nicht erfunden habe, sondern das Instrument kommt ja aus der Sozialpsychiatrie, der
Gemeindepsychologie und so der 80er Jahre. Man hat es ein bisschen verändert, adaptiert und so. Aber das Wesentliche, was man dann an Aussagen, was ich an Aussagen getroffen habe über das, wie man das interpretieren kann, stammt von dort und stammt von diversen Untersuchungen von Netzwerken rund um die Social Network Analysis in den 90er Jahren. Ja. Also das ist ja nicht aus den Fingern gesaugt und insofern wundert es mich nicht ganz, wenn es bestätigt wird. Ja. Okay. Darf ich was dazu sagen? Eigentlich, eigentlich ist das jetzt, das ist natürlich gemein. Also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber bitte. Ja, also ich verstehe den Impuls, ich weiß jetzt nicht, wie sich das in Österreich verhält. In Deutschland, jetzt auch im Stile Burkhard Müllers, gibt es ja schon auch die Frage, ist das ein Fall für die Sozialarbeit oder nicht, was durch die Fachperson selbst auch versucht wird zu klären im Wesentlichen. Also wir dürfen schon auch darüber bestimmen, ob das ein Fall für die soziale Arbeit ist oder nicht. Nicht in Gänze, wir haben ja auch einen Auftrag oder ein Mandat vom Staat und so weiter. Also es gibt auch andere Personen, die ebenfalls darüber mitentscheiden, aber es ist jetzt meines Erachtens nicht so, dass eine Pflegeperson darüber befindet, ob ihre Klientel in sozialarbeiterische Maßnahmen überführt werden soll oder nicht. Und ich kann verstehen, dass wir Fachfremde die Durchführung einer Netzwerkkarte, ob es jetzt mit EasyNWK ist oder ob es Ecomaps ist oder was auch immer, schwierig ist, wenn die keine Vorbildung haben. Ja, wir sehen das natürlich auch hier bei uns, dass das mitunter schwer ist, sich das auch anzueignen, dass das einfach seine Zeit braucht und mitunter eben auch Berufsjahre mit sich bringt. Und der zweite Punkt, den kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber teile den nicht. Natürlich handelt es sich bei den sozialen Netzwerkkarten, die erstellt werden, ist ja ein hochpartizipatives Vorgehen, eher um intersubjektives Abbild letztlich einer sozialen Idee einer Person. Also es ist ja noch nicht mal wirklich ein rein subjektives Abbild. Ich kann ja nicht behaupten, ich ziehe das aus der Person raus oder die erstellt das für sich selbst, sondern die muss ja faktisch auch erstmal angeleitet werden, wie sie ihr Netzwerk selbst zu deuten hat. Also ist es ein intersubjektiv erstelltes Netzwerk. Das allerdings spielt faktisch keine Rolle, wenn es darum geht, nur die Vergleiche festzustellen oder die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gruppen festzustellen, weil ja methodisch das identisch ist, ob ich unabhängig davon, ob ich jetzt einen Hilfebedarf habe oder nicht. Das heißt, der Prozess ist identisch, wird identisch durchgeführt bei Menschen ohne Hilfebedarf und bei Menschen eben mit Hilfebedarf. Und das Dritte ist, mir sind keine Studien bekannt, ich kann mich dann natürlich täuschen, mir sind keine Studien bekannt, die das eben schon mal untersucht hätten. Deswegen ist ja dieses Instrument so elegant. Also es gibt seit Jahrzehnten eine sehr intensive Netzwerkforschung, ausgehend von der Soziologie, aber vor allem ist das ja heute in den Informationswissenschaften, wir hatten es ja gerade schon genannt, auch Arbeit 4.0 und so weiter, in vielen anderen Berufsfeldern spielt es eine ziemlich elementare Rolle, auch Networking sich anzuschauen, gerade auch sich selbst gestaltende Netzwerke, aber eher allozentrische Netzwerke, egozentrische Netzwerke. Das sind mir keine Studien bekannt, die sich jetzt mit psychopathologischen Fragestellungen oder sozialpathologischen Fragestellungen beschäftigt haben. Es gibt allerdings international ein paar Studien, die Kulturunterschiede versuchen auch abzubilden. Da stellt man ja auch Unterschiede fest. Okay, danke schön. Karin Goger. Du bist Expertin für Case Management und soziale Diagnostik und hier in Österreich sicher eine Person, die man mit sozialer Diagnostik in Verbindung bringt in der sozialen Arbeit. Welche Erfahrungen hast du aus deiner Lehre und welche Vorhaben hast du mit der Weiterentwicklung der sozialen Diagnostik in der Lehre? Ich wollte weniger sagen, aber jetzt habe ich ganz viele Vorhaben. Ein Vorhaben ist, an den guten alten Moreno zu erinnern. Ich bin ja auch als Hobby Psychodramatikerin, also Psychotherapeutin und muss immer wieder betonen, ja, weil ich ja Traditionen aufrechterhalte, das soziale Atom kommt vom Jakob Levi Moreno. Der Levin hat dann ja, für die Soziologie weiterentwickelt. Aber da gibt es schon ganz spannende, in seinen Büchern zur Soziometrie, ja, ganz spannende Analysen, die nach wie vor gültig sind. Und ich muss jetzt kurz, ja, leider, also das mit den Vorhaben sage ich dann später, aber jetzt muss ich kurz auf Sie reagieren oder auf Ihren Vortrag als Psychotherapeutin merken. Also, stößt mir auf, wenn Sie sagen, und ich kann das nachvollziehen, ja, so den Gedankengang, aber wenn Sie sagen, dass die Größe des Netzwerks ein
ich formuliere es jetzt einmal psycho- oder medizinisch, ein Indikationskriterium für soziale Arbeit ist oder nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, eine Depression ist ein Indikationskriterium für Psychotherapie. Und das ist es in meiner Welt zumindest einmal nicht. Ja, also diesen Automatismus gibt es nicht. Ja. Da unterscheidet sich mein Verständnis von Psychotherapie, aber auch von sozialer Arbeit, von einer medizinischen Denklogik. Das Zweite ist, ja, ich bin ganz bei Ihnen, ich glaube auch, dass die Netzwerke von Klientinnen spezieller Handlungsfelder, ja, kleiner sind, als jene von Personen ohne sozialarbeiterischem Unterstützungsbedarf. Ich habe selber gearbeitet in der Suchthilfe. In der Suchthilfe würde ich das voll unterstreichen. Ich habe aber auch gearbeitet in Gemeindebauten, in der Konfliktvermittlung mit Bürgerinnen, die sich gestritten haben mit ihren Nachbarinnen. Da würde ich das nicht unterschreiben. Und ich habe in der Frauenberatung gearbeitet, wo ich das auch nicht unterschreiben würde. Das heißt, wenn wir von sozialarbeiterischem Hilfebedarf reden, wäre es noch einmal sinnvoll zu schauen, okay, von welchem Verständnis sozialer Arbeit, von welchen Handlungsfeldern, Anwendungsbereichen reden wir da? Ja, weil wir können heute alle auch Klientinnen sozialer Arbeit sein, wenn wir in die Erziehungsberatung gehen. Und dann stimmt die Aussage wahrscheinlich so nicht. Aber jetzt komme ich nochmal zurück zu den Vorhaben. Wir haben einige Vorhaben hier im Haus, nämlich das eine ist, was du schon gesagt hast, Peter, zu sagen, okay, Digitalisierung und so, das ist ja total in, ich bin ja auch so ein bisschen oldschool, aber wir versuchen die Netzwerkkarte tablettauglich zu machen, sind gerade auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten auch für die Weiterentwicklung der EasyNWK und ich werde mit der Frau Modroff, grüße Frau Modroff, hallo, planen wir ein großes Kooperationsprojekt zur Erforschung von Netzwerkkarten und insbesondere eben der Weiterentwicklung von Netzwerkinterventionen, weil die Frage ist eben nicht nur, was diagnostizieren wir, sondern wie können wir als Sozialarbeiterinnen so intervenieren, dass die sozialen Netzwerke von Klienten und Klientinnen gestärkt werden, größer werden, gesundheitsförderlicher werden, ohne dass wir uns selber vermehren wie die Karnickel. Dankeschön. Ich möchte die Barriere ein bisschen überbrücken und Frau Modroff einladen. Sie haben jetzt da das Podium gehört und einen Eindruck und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, irgendwo zu applizieren oder was, wo Sie angesprochen sich gefühlt haben, was dazu zu sagen. Ja, das waren alles interessante Beiträge und ich bin gerade noch dabei, mich so ein bisschen zu sortieren. Ja, die Position von Herrn Richter-Markenstein kenne ich natürlich und sehe da gar nicht so einen großen Widerspruch zu dem, was ich mache, weil ich einfach denke, so ein diagnostischer Ansatz ist genauso wichtig wie das, was ich vorhabe, was wir dann vorhaben. Es braucht beides. Es schließt so ein bisschen an Früchte. So instrumentelle soziale Arbeit ist genauso wichtig wie relationale soziale Arbeiten, das sollte keine Dichotomie sein. Und ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, Herr Lüttke, diese Aussage, ich kenne nur soziale Netzwerke von Menschen, die Klienten sozialer Arbeit sind, weil ich die Erfahrung gemacht habe in meinen Erhebungen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Natürlich sind die, das heißt natürlich, muss ja auch gar nicht so sein, sind die Netzwerke von Menschen, die keine psychiatrische Diagnose haben, häufig größer oder anders strukturiert. Aber in den Erhebungen sind die Unterschiede überhaupt nicht so groß, weil in jedem Netzwerk, gerade wenn wir älter werden, gibt es Baustellen, da gibt es Beziehungsabbrüche, da gibt es ungeklärte Beziehungen. Und auch da hat sich das mehr gezeigt, dass es ein sehr wirkungsmächtiges Instrument ist und auch eine Intervention ist. Also ich habe gemerkt, bei meiner Kontrollgruppe, das war natürlich alles freiwillig, dass sich meine Probanden im Vorfeld schon damit beschäftigt haben, wie sieht mein Netzwerk aus. Und in den Erhebungen, das waren immer ganz ja, bewegende, ganz besondere Momente. Die Erhebungen haben oft sehr lange gedauert, teilweise bis zu 2 Stunden. Und das hat auch immer nachgewirkt, so wie bei den Klienten auch. Also ich habe dann immer nochmal einen zweiten Termin gemacht. Ich habe die Karte dann ausgedruckt, per E-Mail verschickt und dann in einem zweiten Termin oder einem E-Mail-Kontakt ist dann häufig noch was verändert worden, dass dann auch die Probanden gesagt haben, oh nee, und ich habe da eine Freundin, die habe ich viel zu weit weg eingezeichnet, das stimmt so nicht. Also das macht auch ganz viel mit einem.
Und dieser Anspruch, das auch wirklich authentisch darzustellen, war ganz, ganz ausgeprägt, genauso wie bei den Nutzern und Nutzerinnen. Dankeschön. Wollen Sie, oder willst du jetzt noch was sagen? Bitte. Also, ich verstehe die Skepsis sehr gut. Und ich bin ja eher angetreten in dem Versuch, das zu widerlegen. Ja. Und wenn sich aber statistische Unterschiede feststellen lassen, die so eklatant sind, dann wäre es, glaube ich, fahrlässig, das nicht auch zu erwähnen. Ich bin auch ein großer Freund von Niedrigschwelligkeit im Zugang zu Dienstleistungsangeboten, auch aus dem Rahmen der sozialen Arbeit, und dieses Instrument als gestaltungsdiagnostisches Instrument zu benutzen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das nicht vielleicht intendiert war, lässt es sich eben nutzen, um genau diese Unterschiede festzustellen. Und ähnlich wie die Kirsten Motrow das auch schon beschreibt, ich sehe diese Unterschiede auf der einen Seite, aber ich sehe natürlich auch, dass sich die Netzwerke in der Qualität mitunter gar nicht so zwingend so stark unterscheiden müssen. Das müsste natürlich intensiver auch beforscht werden, aber wenn ich mich jetzt an Phasenverläufe erinnere aus einem Teil dieser Netzwerke von sozialpädagogischen Familienhilfen, da sind die Qualität der einzelnen Netzwerke mitunter viel elementarer, wenn es um die Frage geht, wie komme ich jetzt da heraus, als die quantitativen Merkmale an sich. Ja, also wenn es um die eigentliche Arbeit geht und die Veränderung auch des Netzwerkes, werden ganz andere Fragen gestellt werden müssen. Hier geht es ja erstmal nur um einen markierenden Unterschied, das ist ja alles. Ja, was man damit anfängt dann am Ende, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Bitte. Also ich finde es wirklich hochinteressant, dass man... Einfach nur ein bisschen näher halten. Näher halten. Ja. dass man das alles quasi aus diesen Netzwerken rausziehen kann. Bei mir ist es eher ein anderer Fokus. Mir geht es um das Gespräch über dieses Netzwerk. Das ist mein Fokus. Und glücklicherweise produziere ich dabei ein Bild, über das ich sprechen kann. Aber der Fokus liegt bei mir auf diesem Gespräch. Und das stößt mich gerade so ein bisschen, wenn man dann sowas so technokratisch auswertet und dann hier Unterschiede feststellt. Auf der anderen Seite finde ich es extrem schwierig, wenn man sagt, so als Erhebungsinstrument, ich erstelle mit einem Klienten oder einer Klientin nicht im ersten im Kontakt eine Netzwerkkarte, weil ich dazu schon eine gewisse Beziehung aufgebaut haben muss, dass ich sie überhaupt erstellen kann. Und deswegen finde ich es als Zuweisung eigentlich nicht geeignet, also weil es gar nicht, einfach vom Gespräch her, gar nicht möglich ist, meines Erachtens. Da müsste ein zweites Mikro sein. Ja, ich denke, es sind unterschiedliche Perspektiven. Das macht ja auch die Netzwerkkarte so besonders, ja, weil wir sie eben für Forschungszwecke verwenden können, ja, um auch so verallgemeinernde Aussagen, ja, über Klientinnengruppen, Unterschiede etc. sagen zu können, und weil wir es eben als Instrument in unserer Interventionsgestaltung nutzen können. Und was sicherlich auch dazu kommt, und insofern habe ich ja immer ein bisschen ein Problem mit diesen idealtypischen Verläufen, die ja für mich so gar nicht stimmen, die Netzwerkkarte ist eben nicht nur ein sozialdiagnostisches Instrument, sondern sie ist ein mächtiges Interventionsinstrument. Ja, ich werde sie möglicherweise erst nach, weiß nicht, 3 Monaten der Zusammenarbeit mit Klientinnen nutzen, wenn das Thema der Beziehungsgestaltungen zum Thema wird. Ja, nach zum Beispiel anderen Formen der instrumentellen Unterstützung wie Existenzsicherung etc. Ja, also, und die, ja, wenn ich als Sozialarbeiterin die Netzwerkkarte einsetze, habe ich ja auch eine Verantwortung. Ja, nämlich ich habe die Verantwortung, dann auch weiterführende Netzwerkinterventionen zu setzen, ob das jetzt Netzwerkberatung ist oder Aktivierung etc. Und insofern ist noch einmal spannend, und das ist mir schon wichtig, zu unterscheiden zwischen einem sozialpsychiatrischen Hilfebedarf, ja, oder einem Hilfebedarf in zum Beispiel einer Erziehungsberatungsstelle. Da liegen Welten dazwischen. Ja. Muss ich ganz kurz, das hatte ich ganz vergessen noch zu erwähnen, das hatten Sie ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Ich hatte es ja vorhin im Vortrag auch schon erwähnt, also wenn man es nochmal genau untersucht, muss man auf jeden Fall die Gruppen deutlich unterscheiden, weil ich auch selber mutmaße, es gibt sowas wie einen kontinuierlichen Verlauf, abhängig von der Problemstärke.
Also umso, das ist ja meine persönliche Hypothese, umso stärker das Problem, umso geringer werden die Netzwerke. Das ist auch, wenn man so will, aus der Literatur zu entnehmen, eine logische Konsequenz, die oftmals zum Beispiel dann entsteht, wenn bestimmte Themen in der Familie nicht mehr aufbereitet werden können. Familienmitglieder wenden sich ab, Freunde wenden sich ab und so weiter, weil sie sich entweder überfordert fühlen oder weil sie moralische Urteile fällen und so weiter, je nach Problemsituation. Also wäre das auch eine inhaltlich betrachtet logische Konsequenz. Und ich nehme auch an, dass je nach Tätigkeitsfeld von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sich die Netzwerke der Klientel unterscheiden. Nur ist es eben noch nicht untersucht worden. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist nicht repräsentativ, ja, sondern es ist ein erstes Indiz dafür, dass es da mögliche Unterschiede gibt, die es lohnenswert wären, mal genauer zu untersuchen noch. Vielleicht ein letzter Einwand noch zu dieser klaren Unterscheidung zwischen Prozessinstrument etc. Wir haben ja das Problem oder die Gunst, keine Ahnung, sind wir ambivalent, dass wir die Instrumente von sozialer Diagnostik, die wir haben, wo wir wissen, die sind wirksam, wirkungsvoll und sagen uns was, sind alle invasiv. Wir haben keine nicht invasiven Instrumente. Ja? Das heißt, der Einsatz des Instruments verändert das Untersuchte. Und insofern sind wir mittendrin bereits in der Intervention, wenn wir das Instrument anwenden. Wir sind mittendrin in einem Beratungsprozess und können nicht sagen, der fängt erst an, wenn wir das ausgewertet haben. Ja? Also insofern ist es extrem wichtig, wie Instrumente gestaltet sind. Es ist eine ethische Frage, eine professionsethische Frage, ist eine Frage auch, was passiert mit den Klienten und ihrem Umfeld allein durch die Anwendung des Instruments, nur ohne die Frage, was dabei rausgekommen ist. Ja? Also deswegen habe ich auch, also ich glaube, das teile ich auch und ich denke auch, dass generell nicht beobachtet werden kann, ohne gleichzeitig zu intervenieren. Das betrifft nicht nur die soziale Arbeit, aber da im Besonderen natürlich, ja, weil wir Menschen begegnen müssen, ja, um überhaupt Informationen zu generieren. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich trotzdem zwischen Instrument und Prozess unterscheiden muss, auch wenn die Dinge miteinander zusammenhängen. Ne? Ja. Also um genau, sowas wie eine Orientierung im Feld überhaupt zu erlangen, macht es Sinn, glaube ich, zu unterscheiden. Ja, ich habe ja immer schon Verfahren verteidigt, immer sehr viel Widerstand dagegen. Sie können auch unterschiedlich invasiv sein. Ne? Also. Darf ich euch unterbrechen und eine Frage aus dem Publikum hereinholen? Ja, also ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, hören wir mich? Ja. Es ist vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt, um aufs Ownership wieder zu verweisen und auch auf diese sozusagen in dieser Dualität Prozess und Instrument mehr auf den Prozess zu schauen. Und ich weiß jetzt nicht, ich kenne das Vorhaben mit der Frau Modruf nicht so genau, aber wenn ihr nach Interventionen sucht, kann ich nicht umhin, ich hätte sonst nur im Workshop gesagt, nochmal auf den Familienrat zu verweisen. Und diesbezüglich möchte ich auf zwei Punkte im Netzwerk hinweisen. Das eine ist natürlich unsere Erfahrung, das Phänomen, wenn wir Familien den Familienrat vorschlagen, dass sehr oft die Antwort ist, na wieso, ich habe ja niemanden. Das ist ja mein Problem, ich habe ja niemanden. Es zeigt sich aber, dass die Vorbereitungsphase, wo an der Einladungsliste gearbeitet wird, und das mag ja sein, dass vorher entweder ein soziales Atom, eine Ecomap, eine Netzwerkkarte schon Anwendung gefunden hat, mit den Netzwerken tut sich was. Die schwachen Netzwerke oder Kontakte werden mitunter wieder reanimiert. Ich habe selbst so einen Familienrat versucht, in einem Erwachsenenkontext vorzubereiten. Und das war eine sehr berührende Begegnung auch, wo der Klient gesagt hat, ich habe niemanden, und hat also so seine 2-3 Kontakte aus der Verwandtschaft aufgezählt und dann in seinem Smartphone nur so runtergescrollt, sage ich, na, was ist denn das alles? Na, das sind so soziale Kontakte. Und das sozusagen gelingt dann mitunter hier doch größere Netzwerke zu animieren. Das ist das eine. Und das zweite, was wichtig ist beim Familienrat, ist diese Family-Only-Phase. Weil dort, wo wir ständig sozusagen mehr diesen Quadranten der professionellen Netzwerke versucht sind,
die Karin hat gesagt, wie die Karnickel uns zu vermehren. Ich habe gestern erfahren, dass ich zum zweiten Mal Oma wäre. Also wir vermehren uns doch wie die Karnickel. Aber nicht im professionellen Kontext. Jedenfalls die Family-Only-Phase schließt bewusst die professionellen Helfer und Helferinnen aus. Und dann ist oft die Frage, warum tut sie das eigentlich? Weil ich kann ja zu meinem Jugendbetreuer oder so einen besonders guten Kontakt haben und will den gerne dabei haben. Sie tut das aus mehreren Gründen. Erstens, weil es die Profis nichts angeht, was daheim sich abspielt und in Zukunft sich abspielen wird. Und zweitens auch, weil eben diese Kontakte nicht so gestärkt werden sollen, weil da Aufgaben übernommen werden sollen, die die Profis nicht übernehmen können, weil sie auch nicht versprechen können, dabei zu bleiben oder ihre ganze Einsatz nur mit Zeitablauf ist. Das wollte ich vielleicht noch sagen, dort, wo nach Interventionen gesucht wird oder nach Vorschlägen an die Familie. Danke. Danke, Christine. Karin. Ja, Christine, du kannst dir sicher sein. was ich da gerne ergänzen möchte, also ich habe im Sommer mich eben im Früchtel auseinandergesetzt mit der relationalen Sozialarbeit und finde es wirklich sehr hilfreich, auch noch einmal zu überdenken, was die Aufgabe sozialer Arbeit ist. Und ich teile den Befund von Frank Früchtel, dass wir uns mehr auch um Integrationsarbeit, ja, also jetzt nach Heiko Kleve in Integration in Lebenswelten wieder stärker bemühen sollten und eben um diese versammelnden Strategien eben der Netzwerkarbeit, wo der Familienrat ein Modell von mehreren ist, der viele, viele Vorzüge hat. Und ich denke, dass das, also die Netzwerkkarte oder die Ergebnisse, die Erkenntnisse der Netzwerkkarte, auch wenn sie aus Forschungsarbeiten resultieren, uns hier tatsächlich in die Pflicht nehmen. Ja, wenn wir es ernst meinen, dass wir sagen, soziale Arbeit soll sich überflüssig machen, ja, dann können wir gar nicht anders, ja, als mit versammelnden Verfahren zu arbeiten. Es gab eine Frage aus dem Publikum noch. Danke. Also ich möchte mich zuerst bedanken, vor allem für die abschließenden Worte im Vortrag. Die eine Erkenntnis aus der Studie, dass gerade in der sozialarbeiterischen Beratung oft viel höhere Komplexität an Problemen aufschlägt als in der Therapie. Ich finde eine interessante Erinnerung, die wir uns immer wieder schulterklopfend vor Augen führen sollten. An den zweiten Punkt möchte ich anschließen, direkt an der Studie. Es ist dann leicht, sich in der Interpretation zu verlieren. Interessant bei Validierungsstudien ist natürlich immer auch die Datengüte, also das, was einfließt und das, was kann rauskommen. Und was dann oft übersehen wird, ist gerade die Detailfragen, wie die Daten gesammelt wurden. So wie ich es verstanden habe, ist die Stichprobe, die klar heraussticht, die Kinder- und Jugendhilfestichprobe. Das ist das Erste, die unterscheidet sich klar. Und das Zweite ist, dass sich da über die Intervention hinweg dann das Netzwerk doch verändert und vergrößert hat. Und ich würde jetzt einfach eine Hypothese in den Raum werfen, dass vielleicht für zumindest einen Teil dieser Varianz eine Kovariate verantwortlich ist, die jetzt bis jetzt noch nicht so berücksichtigt wurde, die aber in der Diskussion angesprochen wurde, indem auch, wie Herr Lüttke gesagt hat, dass das ein sehr intimes Verfahren eigentlich ist. Und ich verwende es in der Praxis auch eher als Intervention als als Diagnostikum. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass im Kinder- und Jugendhilfekontext soziale Ressourcen einfach zensiert werden. Die werden nicht dargeboten. Das ist eine Vertrauensfrage. Und vielleicht ist dieses Vertrauen, erklärt das ein Stück weit den größten Teil von diesem Unterschied, der da klar wird. Dankeschön. Ich möchte abschließend, weil ich muss ja leider diese unangenehme Diskussion, also diese unangenehme Aufgabe haben, so ist es mit Freud und so. Ja, es ist nämlich schwierig, in der Rolle der Moderatorin nicht was dazu zu sagen, irgendwie in der Diskussion, vor allem wenn man, ja, genau. Deshalb unangenehm aushaltbar, aber unangenehm auch die Aufgabe, auf die Zeit zu schauen und eine so spannende Diskussion abzukürzen. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen was von meiner Perspektive mit hereinholen, nämlich ich möchte ganz, ganz bewusst die Nutzerinnen hereinholen und zumindest zirkulär hereinholen. Das heißt, meine letzte Frage ist, was sagen denn Ihrer Erfahrung nach diejenigen, die mit der Netzwerkkarte konfrontiert werden,
beim Erarbeiten der Netzwerkkarte oder über das Instrument der Netzwerkkarte? Und auch, wie würden die Empfehlungen abgeben, diese Netzwerkkarte weiterzuentwickeln? Ja? Die Schwierigkeit an zirkulären Fragen ist immer, dass man es nicht so... Das ist ja mein Empfinden, das ich jetzt wiedergebe. Wenn man es macht schon was aus, wenn man ein Bild bekommt. Also wenn man praktisch was sehr Fiktives auf einmal vor sich als Bild hat. Also bei mir kriegen die ganzen Klienten und Klientinnen das Bild auch mit, wenn sie wollen. Manche wollen es aber auch gar nicht haben. Also das ist sehr unterschiedlich. Man kann es nicht so pauschal beantworten. Ich weiß nicht, wie sie es weiterentwickeln würden. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Aber was wirklich mal auch so zu erwähnen ist, es ist schon etwas anderes, wenn man praktisch nebeneinander sitzt, vor dem Computer und über dieses Medium spricht und dann also arbeitet. Man führt so eine dritte Ebene ein und das verändert auch das Gespräch. Also ich empfinde es als wahnsinnige Bereicherung, dass man über etwas kommunizieren kann. Und das ist für mich so der mitten großer Vorteil von dem Instrument. Dankeschön. Was ich in den letzten Monaten immer öfter gehört habe, aber jetzt nicht von meiner eigenen Anwendung, sondern eben von Seminarteilnehmerinnen und Studierenden, ist, dass die Zweigeschlechtlichkeit auf der Netzwerkkarte durchaus ein Nachteil ist und es gibt mehr und mehr Personen mit und ohne Hilfebedarf, die sagen, es braucht eine Erweiterung, ja, jetzt ganz technisch. Mhm. Frau Motruf und dann Peter. Ja, also ich kann mich Herrn Lüttke anschließen. Es ist sehr hilfreich, über ein Medium in Kontakt zu kommen zu unseren Nutzerinnen. Und bei uns ist es so, dass die Netzwerkkarte sehr gut angenommen wird von den Nutzern, Nutzerinnen. Häufig ist es auch im Vorfeld so, oh, da gibt es ja kaum jemanden. Es stellt sich immer heraus, dass es doch mehr gibt als vorher gedacht. Und ich gebe die Netzwerkkarten auch immer mit. Und häufig ist es auch so, also ich versuchen das alle 6 Monate zu wiederholen und denken da auch nicht immer selber dran, dass dann auch tatsächlich die Klienten kommen und sagen, Mensch, bei mir hat sich was verändert, dann müssen wir wieder eine Netzwerkkarte machen. Also es wird sehr, sehr gut. Peter? Ja, was schon angesprochen wurde, man macht ein Bild und das ist ja immer das Überraschende, wenn man versucht, etwas systematisch aufzuzeichnen, dann merkt man, dass es gar nicht so ist, wie ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dass es ist. Ja? Und das ist diese recht häufig berichtete Erfahrung, dass Klienten nach Erstellen der Netzwerkkarte sagen, puh, da bin ich ja überrascht, wie viele Menschen ich eigentlich um mich herum habe. Ja? Hätte ich gar nicht so empfunden, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und eine zweite Sache ist, es ist ein Bild und ein Bild hat etwas Magisches, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber das hat eine Ausstrahlung, das geht auf eine andere Art und Weise in mich hinein und kann von mir verwendet werden als nur Gesprochenes. Ja. Abgesehen davon, dass ich mir zu Gesprochenem ja auch Bilder mache, aber das hat nur einmal eine andere Qualität. Und mit solchen magischen Elementen, die noch dazu sehr nahe an Realitätsfragen, Weltbildfragen sind etc., glaube ich, ist es wichtig zu arbeiten und wir sollten das mehr nutzen. Soziale Arbeit hat ohnehin ein Problem der Anschaulichkeit, auch der Anschaulichkeit in der Darstellung dessen, was sie tut. Ja. Danke, Peter. Also ich habe natürlich auch nicht so viele praktische Erfahrungen, ja, wie ein Großteil hier aus dem Umfeld, was die direkte Anwendung von Netzwerkkarten angeht. Früher eher mit Genogrammen gearbeitet, arbeite da auch im Schwerpunkt in der Praxis nach wie vor mit. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht mit den wenigen, die ich dann selber auch mit zur Anwendung gebracht habe, dass zum einen die Klientinnen und Klienten den Eindruck hatten, wenn sie es erstmal vor sich liegen hatten und mit nach Hause nehmen konnten, das ist was sehr Persönliches, also diese Transparenz, also auch was Beruhigendes hatte es. Und wenn ich mir jetzt überlege, was ich
mir vorstelle oder was ich oft gehört habe, was Sie ganz gut fänden. Wir haben es dann halt händisch dazu gemacht, was den Ausdruck angeht, aber so diese qualitativen Merkmale auch mit abbilden zu können. Ich weiß, ja, dass Sie sagen, das würde das Tool insgesamt deutlich überladen, aber das wäre etwas, was ich ganz oft zu hören bekommen habe, auch gerade in letzter Zeit von eher von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die die Daten dann selbst erhoben haben. Und wenn es auch nur ein kleines Tool ist, um zu markieren, es ist eher negativ belastet, positiv belastete Beziehung, aber das würde schon dann viel ausmachen. Dankeschön. Ich bitte Sie um einen Applaus für die Damen und Herren am Podium und ich verabschiede mich von Kirsten Modroff auf bald, weil Sie ja in St. Pölten dann tätig werden. Ach, Tatsache. Apropos Weiterentwicklung, ein möglicher Impuls, so weiterzuentwickeln, sind ja so Tagungen wie heute. Und in Tradition der Diagnostiktagung darf ich jetzt die Eva Grigori als Vertreterin der Fachhochschule St. Pölten beziehungsweise als heurige Organisatorin oder Vertreterin des Organisationsteams aufs Podium bitten. Und Peter Buttner von der Hochschule München als Vertreter des Organisationsteams 2020. Jawohl. Genau. Ein Mikrofon natürlich auch. Bitte sehr. Ja, lieber Peter, wie das so ist mit den Traditionen, wenn man sie nicht kennt, muss man sie erfinden. Ich habe in Hamburg vor 2 Jahren ein Bullauge erhalten vom Dieter Röhr als Staffelstab, dass wir jetzt dran sind. Ob das tatsächlich eine Tradition ist oder nur in Hamburg so war, weiß ich nicht. Ja? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen haben wir trotzdem uns überlegt, wir wollen gerne auch uns in diese Tradition anhängen. Mir hat nämlich ein Vögelchen gezwitschert, dass der Peter uns in 2 Jahren in München zu willkommen heißen wird. Und ich werde dir das jetzt übergeben und du sagst noch ein paar Worte dazu. Auf in 2 Jahren. Das ist wirklich ganz wunderschön. Ich bin ja auch Psychodramatiker übrigens. Und das ist ja schon eine Szene da. Ich werde sie mir dann sehr genau anschauen. Und vorher habe ich mir noch gedacht, es ist ja gar keine Zeit und es ist gut, dann kann ich nicht so viele Geschichten erzählen. Aber eine Geschichte muss ich jetzt doch erzählen, weil gerade du diese Tradition sozusagen benannt hast. Das war vor 10 Jahren bei der sozialen Diagnostiktagung hier in St. Pölten. Und irgendwie ist es halt gekommen, dass der Peter und ich zusammengesessen sind. Ich sage nicht bei wievielten Bier, ich sage immer, das zweite wird es gewesen sein. Und dann einfach gesagt, ach du, magst du die nächste machen? Und dann habe ich gesagt, ja. So. Und das war es dann sozusagen, das war der Startschuss. Und unsere Erfindung in München war dann, oder ich war bei München, dass wir einfach gesagt haben, das ist jetzt eine Reihe. Das sind jetzt nicht irgendeine Tagung, sondern das ist jetzt einfach die 3. Tagung. Und so ist es hier jetzt die 7. Und in München, also nochmal nach St. Pölten, dann in München, wird es dann die 8. Tagung sein. Und was ich jetzt hier festgestellt habe und naja, auch mir in der letzten Zeit durchaus schon sehr viel gedacht habe, auch bei der Arbeit zu dem Handbuch, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, sehr viel. Und gerade wenn man jetzt diese 10 Jahre anschaut, also die Qualität hat sich unglaublich sozusagen gesteigert, auch die Masse der Befassung und aber auch die Selbstachtung der sozialen Arbeit in puncto, was können wir und wohin wollen wir. Und insofern schließt auch der Gedanke, zumindest ist es einmal mein Gedanke und vielleicht wird es ja auch tatsächlich das Motto der Tagung, schließt der Gedanke an für das Thema der nächsten Tagung oder den Fokus, die interprofessionelle Zusammenarbeit. Ich glaube, wir sind einfach so weit, dass wir auch die anderen Professionen unterrichten können über das, was wir tun und in einen Dialog auch auf dieser Ebene selbstbewusst eintreten können. Ja, jetzt habe ich mir doch einen Zettel gemacht, aber ich glaube, ich weiß auch auswendig, die nächste Tagung wird 2020 in München stattfinden am 27. bis 28. Mai. So ist es geplant. Ich gehe davon aus, dass es auch wirklich so stattfindet. Es kann sich natürlich noch eine Veränderung ergeben, organisatorisch, aber sozusagen das ist das geplante Datum.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle mit nach München kommen. Herzlichen Dank.